Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Und heute gibt es ein Limonadenrezept und zwar für eine super erfrischende Sommerlimonade aus Wassermelone. Die ist ganz einfach zu machen und was ihr dafür braucht und wie es geht, zeige ich euch jetzt. Und das Rezept findet ihr natürlich auch unten in der Infobox. Für diese Wassermelonen-Zitronenlimonade braucht ihr nur ganz wenige Zutaten und sie ist super einfach zu machen. Ich mache das komplette Rezept für 2 Gläser. Wenn ihr nur 1 machen wollt, einfach entsprechend halbieren oder natürlich hochrechnen, wenn ihr mehr machen möchtet. Ihr braucht also für 2 große Gläser 500 Gramm Wassermelone. Ich habe meine hier schon mal klein geschnitten. Dann braucht ihr 1 Zitrone und ein paar Blätter Pfefferminze und 1/2 Liter Mineralwasser. Im ersten Schritt püriere ich meine Melone gründlich durch. Das Ergebnis ist dann ein relativ dicker Saft und den streiche ich jetzt einmal durch ein Sieb, um die restlichen Fasern und die Reste der Kerne zu entfernen. Zu meinem Rhabarbersaft gebe ich dann die ausgepresste Zitrone und 1/2 Liter Mineralwasser. In 2 große Gläser habe ich hier bereits einmal ein paar Eiswürfel und jeweils 3 Pfefferminzblätter gegeben und darauf gieße ich jetzt meine Limonade. Als kleine Deko gebe ich dann jeweils oben noch ein weiteres kleines Pfefferminzblatt oben auf. Und ja, damit ist dann auch die Limonade servierfertig. Und ich hoffe, die Rezeptidee hat euch gefallen. Und wenn so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Ideen oder Wünsche habt, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch Lust, mir ein Abo dazulassen. Da würde ich mich natürlich auch freuen. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Tschüss!